Moin! Herzlich willkommen bei unserem Techniker Krankenkasse und Body Kitchen Stream. Wir kochen heute ein schönes Rezept von der PolarisCon mit euch zusammen und dachten, wir lassen so ein bisschen Revue passieren, was im November passiert ist, beziehungsweise Ende Oktober, wo wir nämlich auf der PolarisCon waren, fettes Event hatten und unter anderem ein Kochduell veranstaltet haben zwischen Eintracht Spandau und der eSport Player Foundation zusammen mit SK Gaming. Und wir haben einen der Köche, der damals als Joker unterwegs war, nachher am Apparat, und zwar den lieben Tim. Wie geht's dir? Wie sind so deine Erinnerungen an die PolarisCon? Meine Erinnerungen sind eigentlich recht lustig. Ich hatte zwar danach 2 Tage keine Stimme mehr, aber sonst war es echt entspannt. Also die Menschen da waren super cool drauf und es hat echt Spaß gemacht. Das hat hier so geklappt, wie der von Tim vorgegeben. Also außen ist es kross und innen ist es weich. Das war ja der Plan, das hat der Tim uns so instruiert. Alles richtig gemacht? Du hast es perfekt gemacht, Julia. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer anbraten, das wird unglaublich gut duften. Ja, ich würde jetzt schon persönlich den Zucker reinmachen. Jetzt schon Zucker also rein, sagt er? Genau, einfach nur, weil der schön noch karamellisiert, ne? Korrekt, genau. Oh yeah. Genau, einfach nur, damit man so eine Karamellisierung hat, dass man nochmal ein bisschen Bitternis mit reinbekommt und die Süße halt auch noch mit dazu hat. Süße. Muss ich jetzt noch die Currypaste mit anrösten oder das dann bei Oleg? Also ich würde das Chili mit reinmachen. Chili mit rein, ja. Oh wow. Wenn ich jetzt Tofu machen würde, würde ich persönlich den Tofu erst noch einlegen, 2-3 Tage vorher, dass er halt nochmal richtig durchzieht und Power bekommt. Dann kannst du kannst Tofu halt eigentlich immer Vollgas auf voller Hitze einmal schnell durchziehen und dann halt immer schön im Wok schwenken, damit er halt wirklich eine schöne Kruste entwickelt. So, ich glaube, Essen ist fertig. Ja, liebe Leute, so sieht es dann aus. Oh, es wird jetzt echt ein bisschen scharf in der Nase, muss man schon sagen. Oh, das riecht aber lecker und Sesam möchte ich auch ein bisschen auf. Ja. Dann mal einen kleinen guten Appetit. So, scharf. Aber so gut. Oh ja. Ich würde sagen, für meinen Geschmack heute ein bisschen zu scharf. Warst du ein bisschen großzügig beim Sambal Oleg, würde ich sagen. Huh? Dann könnt ihr euch auf unserer Webseite, wenn ihr hier Ausrufezeichen Kurs eingebt oder einfach wahrscheinlich im Beschreibungstext vom Highlight-Video wird es das auch geben, den Link zum Kurs-Login von der Techniker Krankenkasse und Body Kitchen, eine kleine Ernährungskurs-Session mit schönen PDF-Materialien dazu, gesunde Ernährung, Planetary Health Diet, gesunde Ernährung für den Menschen und für den Planeten, ein paar Tricks für die eigene Küche und auch wieder schöne Rezepte dabei. Ich wünsche euch was, schönen Abend, schönen Nachmittag. Danke Julia, hat Spaß gemacht. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Sehr schön. Bis nächste Woche. Wiedersehen. Ciao.